Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends, weiterhin Version R 2.02 Beta Release 865. Heute wird wahrscheinlich voraussichtlich ein neuer Patch rauskommen, aber den werden wir noch nicht antesten. Mit dabei ist Kibbel, grüße ich. Hallo. Oh, mit dabei ist die Mary, ich grüße auch dich. Hallo. Und wir haben richtig coole News. Wir werden sehen, ob es auch wirklich was bringt. Und zwar gehen wir erstmal weiter. Haha. Genau. Ich habe meinen Server neu aufgesetzt. Vorher war da ja ein Ubuntu drauf. Und da hatten wir ja immer richtig mega krasse, dicke, fette, ultra hardcore-mäßige Lags und Probleme und Timeouts und bäh. Das war auf Deutsch richtig kacke. Und jetzt habe ich das Ganze umgestylt auf ein Debian. Und seht da, bis jetzt funktioniert's gut. Ja, ganz sofort auf Anni war das. Ja, schon eine ganze Minute Aufnahme ohne Lags. Unglaublich, wo gehen wir lang? Also ein Kaleira-Server. Ja, der Kaleira-Server läuft da natürlich. Genau. Also wer auf jeden Fall auch mal Multiplayer spielen möchte, so zu dritt oder so. Ist so wahrscheinlich empfehlenswert. Und auf Server irgendwie umsteigen muss. Kaleira ist nicht verkehrt. Zu dritt. Läuft bis jetzt sehr gut und Ubuntu auf keinen Fall nehmen. Nee, es ist echt. Bei Ubuntu ist es ja nun schon so bei mir gewesen, dass ich selbst mit einem normalen Terminal-Emulator, also über Putty bin ich dann da drauf und dann hat das so random, irgendwann in einer halben Stunde hat es dann das Terminal einfach zugemacht. Ganz genau. Oh, das war echt voll blöd. Kacke. Ja, das ist jetzt eine Nische mehr. Ich habe auch ein neues Headset jetzt und dann eine neue Aufnahme. Sehr schön, es hört sich hoffentlich besser an, ich weiß es nicht genau, aber. Ja. Wir werden es irgendwie dann jetzt in den Videos sehen. Mary, was gibt's bei dir sonst so Neues? Nicht viel, ich bin gerade, ja. Aufgestanden. Am Überarbeiten von Xenomon-Skript. Ja. Wenn's jemand interessiert. Ja, das interessiert mich auf jeden Fall, weil ich auch noch das Xenomon da habe. Natürlich noch nicht die ganz neueste Version, die der Red schon angepasst hatte. Aber durch den ganzen Weihnachtstrubel, sag ich mal, ist alles liegen geblieben, komplett. Yep. Ja, also, ich würde sagen, im neuen Jahr neues Glück, neues Spiel, ne, und so. Es werden auf jeden Fall dringend noch Beta-Tester gesucht. Auf jeden Fall, ja. So, die dann noch also einer hat sich ja im Forum auch gemeldet, ne? Ja, genau. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, mal gucken, ich werde es dann auch nochmal testen, aber erstmal diskret, aber ich bin eigentlich schon, also ich hoffe, dass ich heute dann fertig bin. Echt? Du bist schon so weit? Ja. Ja, geht doch schnell. Schnell gemacht, drin in den Schacht. Hast du da nur Grammatik gemacht oder hast du da alles gemacht? Alles, also ich habe angepasst, auch. I-Punkte gesetzt. Nee, nicht nur. Nee, ich meine auch so Text. Du meinst mit dem, dass es halt passender klingt und so, also das ist. Ich hab's gemacht, auch geil. Da will ich die neue Version dann auch haben, also zumindest wenn ich dann weiter teste dann mal. Weil ich weiß, jetzt muss ich wirklich an jeder dritten Stelle anhalten und überlegen. Ja, da waren einige Fehler drin. Da waren echt einige drin. Haben gefehlt etliche und du und dich und so wurde teils klein, teils groß geschrieben. Das sind so die größten Fehlerquellen. Ja, und das ist halt das Problem, warum das bei mir so lange gedauert hat, weil echt an jeder Ecke war ein verdammter Fehler irgendwie so. Ja. Das war nicht schön. Das wird jetzt besser dann. Ja, ich werde auf jeden Fall vom Red mal die neue dann anfordern, weil das war ja echt nervig, alle Sekunde da ein Save-State zu machen. Weil wirklich an jeder Ecke ein Fehler war. Ja. Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Ich überlege. Ja, Choose Your Destiny. Also ich nehme auf jeden Fall Agilität. Ich muss jetzt einmal auf Ninja werden hier. Ich mache jetzt Konkurrenz hier. Oh. Ich bin hier der heilige Ninja aus Konohagakure. Nein, geh weg, nein! Ja, ich werde dich sowas von. Ah, Mann, ich hätte ihn so weggemoved, ey. Voll weggemoved. So, wollen wir jetzt woanders noch lang gehen, oder? Ja, eigentlich müssen wir doch links hier, oder? Nee, da kommen wir doch her. Ach so, wir sind jetzt einmal direkt im Kreis gelaufen. Ach so? Du bist doch Güllevogel. Aber weißt du was? Secret of Mana fand ich schon immer irgendwie so ein Weihnachtsspiel. So. Es passt immer zu Winter irgendwie. Vor allem in der Weihnachtsstadt. Ja. Oh. Ja. Nipp. Willst du eine Schnonks oder willst du kleine Schoki? Kriegst du erstmal Schnonks. Nee, ich mein bloß, die kamen ja immer gegen Weihnachten rum raus, ne? Muss ja. Ja. Also nicht direkt Weihnachten, das nicht, aber die kamen so, im November, so, du weißt ja, wann sie rauskommen.
Und so. Das hat irgendwie so, über die Weihnachtszeit hast du dann immer dieses Hastamana dann quasi gespielt. So. Hm. Deswegen finde ich, das ist so ein bisschen das Weihnachtsspiel. Na gut, das ist ja auch so ein sehr familiäres Spiel, muss ich sagen. Du sitzt dann halt zu dritt vorm Fernseher und haust dann da den Gegnern die Köpfe zu Brei. Ja. Aber ich finde es trotzdem, also vor allem beim ersten Teil mit dem Weihnachtsmann, das fand ich cool. Ja, den fand ich sehr witzig, definitiv. Ja, das ist halt das. Ein bisschen Witz muss auch in das Spiel mit reingebracht werden, finde ich ab und an. So sollte schon. Ich meine, es war zwar diese Geschichte, so, was man ja schon 100-mal gesagt hat mit dem Hollery und so, ne? Mit dem Typen da. Aber. Nur hier lang gucken, oder was? Ja. Aber trotzdem, finde ich, sollte das trotzdem dann auch mit rein irgendwie. Es fehlt, sonst fehlt es irgendwie. Oder was meinst du? Naja, da wird sich vielleicht schon noch was finden, wo man sowas reinbauen kann. Ich hoffe. Weil das hat immer so einen gewissen Charme ausgemacht, finde ich. Ja, das. Wenn man es aber an der falschen Stelle macht, dann kommt das manchmal auch so gezwungen rüber. Nee, man sollte schon, wo es halt passt, ne? Richtig. Mhm. So sieht man nämlich aus. So, und eigentlich, dann müsste auch dieser eine Charakter so umbenannt werden, weißt du, was ich meine? Hä? Inwiefern? Na, der hat auch immer in jedem Spiel, was er übersetzt hat, hat er einen Charakter, ich weiß noch mal, irgendwie so einen Frauennamen gegeben. Ach so? Ja, der hat in jedem Spiel, der hat Evermore, Mana, hat er alles übersetzt, ne? So. Und da hat er einen Charakter, eine wichtige Nebenrolle, ne? Also wirklich einen wichtigen, unwichtigen, sag ich mal, ne? Irgendeinen unwichtigen Mädel hat er das schon herausgesucht und den hat er dann, ich weiß nochmal, ich glaub, nicht, also nicht Lies oder. Nee, nee. Nein, du Pupser! Pupser. Nein. Ja, auf jeden Fall hat er die dann halt quasi in so einen Namen umbenannt. Das war halt so sein Gimmick, ne? Sagen wir mal. Okay. Fand ich irgendwie cool. Ja, weiß nicht, ob er das auch noch reinmacht. Hat er auch überlegt, ob er das mit reinmacht. Ist halt die Frage, gibt es hier einen unwichtigen Charakter, der mit Namen genannt wird? So, scheiße, wollen wir jetzt unten lang oder rechts? Ja, das ist es ja, ne? Irgendwie ganz unwichtige Nebenrolle so. So, hast du jeden hier anboxen? War immer drinne. Okay. Yeah. Wir vermöbeln die. Aber volle Möhre. Boah, und wie explodiert ist der Dino, ja? Total geil. Aha. Wollen wir hier mal links oder rechts? Ja, nach rechts. Wir wollen doch Richtung Stadt, da müssen wir vielleicht nach rechts gehen, keine Ahnung. Am Ende ist das hier eine Sackersee. Ja, natürlich. Sieht man doch jetzt schon. Labyrinth. Huch, da guck mal, da ist ein Fuch. Scheiße, ich war's. Entschuldigung. Mach nix. Hier oben geht's nicht lang, ne? Nee. Also irgendwie sieht es hier ganz schön labyrinthmäßig aus. Ja, Diff. Definitiv. Genau. Oh, guck mal, der Vogel wieder hochfliegt. Ey, boah, krass. Das wird direkt vor die Fresse, Junge. Der hat voll die Moves drauf. So, alles platt, ne, aber? Ja. Kiste. Oh. Das ist zu sehen, ne, im Augenwinkel. Oh, Sternenkraut. Sternenkraut. Sternikraut. Oh. Oh. Oasenstadt. Irgendwas. Oh ja, guck mal, Ausrüstung. Oase statt Dean. Ich, gib mir deine Rüstung, Mann. Yeah, gib sie her, Alter. Boah, geil, nicht anlegbar. Mach wir schon. Bah, Mann, Gnadengeber, kann ich so blöd, Mann. Warte mal, jetzt mit dem Gnadengeber hatten wir schon aufgeschüttet. Ja, ja. Was ist? Genau. Wie ist es? Ja, ja. Wie ist es? Weiß ich nicht mehr. Panzerbrecher. Panzerbrecher. So, alter Penner, der. Ja, ich mal. Drecksack. Ich glaube sowieso, dass wir die ganzen 6 Teile keine neuen Waffen kriegen. Weil, das wär ja so, weil wir können ja zu jeder Zeit zu jedem hin. Also wären sie ja blöd, wenn sie da bei dem einen bessere Waffen reinhauen. Mhm. Hast du schon gehört? Na, war das? Achso, das ist ja. Ist das jetzt so ein Seemann oder ist das jetzt ja, so. Ja, nee, es ist so Seemann. Aber geh mal weg. Das tun wir mal weg machen und dann. Das sieht aus wie so Seemann-Ober, ja. Hm. Ja. Ja, hast du schon gehört? Navarres Fürstenfestung wurde von Dämonen überrannt. Arr. Auch wieder so einer. Ja, aber wenn die alle gleich sprechen, ist doch richtig. Verdammt! Die Diebe haben mir alles geklaut. Habok. Das klang jetzt ein bisschen. Das ist Kippel. Also, Kippel. Die Navarre Diebesgilde hat neulich Reisende in der Wüste angegriffen. Seid bitte vorsichtig. Aber na gut, das passt jetzt schön vom Dexter, seid vorsichtig. Entspannt euch, ihr seht aus, als könntet ihr eine Pause gut vertragen. Oh ja, warte, ich setz mich hin. Warte mal, da hat sie verdammt recht. Ja, guck mal, Teller, leerer Teller. Nein. Vor allem in Richtung Wand, das ist für die, die sich schämen müssen. Ja, oh, ja. Guck mal, Opi. Oh, der Dorfälteste. Oh, nein, spring nicht.
Uralte Schriften zufolge war diese Wüste einst ein dichter, grüner Wald. Während die Menschen begannen, um die Kontrolle des Mana zu kämpfen, verwelkte er. Diese Oase ist alles, was von dem großen Wald übrig geblieben ist. Wenn auch die wenn auch sie verschwindet, dann gibt es nichts mehr. Da könnte man noch was schreiben. Nichts. Da gibt es nichts mehr, was uns am Leben hält oder sowas. Das hat so ein bisschen was von Wind Waker. Werden wir alle sterben? Gibt uns nichts mehr, was uns am Leben hält oder Wasser. Voll krass ist. Oh, guck mal. Irgendwie so. Könnte man auf jeden Fall hinschreiben. Fände ich cool, weil dann hättest du auch schön die Textbox noch ausgefüllt. Naja, probier's mal. Special, du kriegst es hin. Hallo, Omi, hast du was Cooles zu kaufen? Willkommen! Yo, alles voll. Das erste Mal, dass da kein tanzender Typ ist. Ja, ich mal. Hätten sie wenigstens eine tanzende Oma machen können. Ja. Wir haben wieder eine stark pigmentierte Frau. Das hat aber nichts mit Pig Hunter zu tun. Pigmentiert. Pigmentiert, genau. Mama, Papa, ich schlafe. Ein pigmentiertes Kind. Ein Pig Hunter. Oh, bei uns war gerade ein Noob auf dem Server. Ein Noob? Der heißt sich so. Wer weiß, warum der sich so nennt? Tja, dann war er gleich wieder abgedampft. Weil der bestimmt Mortal Kombat 3 spielen wollte. Und da gibt es ja einen Spieler, der heißt Noob Saboid. Ah ja. Willst du über Nacht bleiben, Mann? Schönen guten Nacht. Gut's Nächle. Der wollte was andeuten, dass das sein Char ist, weißt du? Ja, Mana-Tag. Oh. Jetzt weiß ich Bescheid. Es ist Mana-Tag. Zeit, das Spiel zu speichern. Um die heilige Kraft zu nutzen. Stand da jetzt Ostenstadt oder? Oasenstadt. Oasen, ah, okay. Ja. Oasen. Oh, ist das so hell? Oh, guck mal, Frau. Der Wasserstand der Oase sinkt und sinkt. Und sinkt. Wenn das so weitergeht, gibt es bald kein Wasser mehr. Nirgendwo auf der ganzen Welt, auch nicht im Ozean. So, jetzt auch mal nach den ganzen fiesen Nachteilen, sage ich mal, auch mal Lob an Special, an der Übersetzung hier in dem Fall. Weil er stimmt auch die Charaktere einzeln im Dorf ab, hast du jetzt gemerkt. Also die sind jetzt alle wegen traurig und das passt auch alles ein bisschen zusammen. Das klingt nicht so zusammengewürfelt, sondern es klingt auch sinnig. Auch mal Lob machen, ne? Lob. Ey, guck mal, ich kann den wegschieben. Ja, das kannst du schon immer. Halte dich westlich und du wirst irgendwann das Tal der Flammen erreichen. Westlich? Warum westlich? Du sprichst mit der Luft. Wir sind etwas falsch, oder? Nein, das war doch ein Mann. Die Feuer dort sind in letzter Zeit sehr intensiv geworden. Und mehr Monster gibt es auch. Geh nicht an Vesuvius Tag dorthin. Hehe, das ist so ein Zufall, dass wir gerade den Mana-Tag haben. Ja, weißt du ja. Weißt du, warum wir kommen in der Oasenstadt? Weißt du, warum der diesen Hein gegeben hat? Der Wasserstand der Oase sinkt und sinkt. Achso, ja. Weißt du, warum der diesen versteckten Hinweis gegeben hat? Ja, weil man dann wahrscheinlich Burn Motherfucker Burn sich da in den Arsch verbrennt. Weil am Vesuvius-Tag die Feuergegner stärker sind. Achso, ja, macht Sinn. Links, rechts. Ja. Cool. Am besten gehen wir da am Frostaustafel hin. Oh, ist neuer. Stirnband. Ein Stirnband. Aber da könnte man auch schreiben, Halsband eigentlich. Weil es sieht aus wie ein Halsband, wie der Dude. Aber es könnte auch Stirn. Nee, keine Stirnband. Ja, wenn es für einen Kopf ist, dann muss es natürlich ein Stirnband sein. Aber dann müsste es eigentlich Bandana heißen. Das ist ja nur ein Synonym für Stirnband. Na gut, okay. Stirnband ist deutscher, hast recht. Und außerdem, seit Metal Gear Solid weiß doch jeder, wenn man sich das Bandana anlegt, hat man unendlich Munition. Ja, stimmt, verdammt. Sollte man natürlich, hast recht. Also Windgott, Armreif, das ist okay auf jeden Fall. Achso, ich muss ja langsam mal kaufen, hast recht. Ich kauf das mal. Kauf das mal, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, keine Ahnung. Klick doch drauf, werden wir dann sehen. Partner! Na guck, 2 Punkte sogar. Unglaubliche 2 Punkte. Barbute. Ich nehme einfach mal an, das ist wirklich sowas und es wird schon das sein. Barbute. Nee, Barbute. Barbute. Barbut. So, jetzt kriegst du. Der Barbie-Hut. Sag mal hier. Cobra-Ohrringe. Auch besser. Das klingt geil. Cobra-Ohrringe klingt geil. Federhut. Das haut sogar hin. Ich bin begeistert. Unglaublich. Schön. Wer kriegt das? Oh mein Gott. Federhut. Juhu, ein Federhut. Schick. Kraft, ich bin eine Katze.
eine Kraftarmschiene. Ja, passt. Ja, es kam. Oh, scheiße, ich hab zwei. Ja, ja, Kopf 2, man hat doch zwei Arme. Ich habe auch zwei Arme, ne? Genau. So, wer rüstet jetzt? Du machst halt das. Die Kaufsucht, ne? Ich mach das. Ja. Ich bin der Rüster. Der Rüster. Die Kaufsucht. Mr. Federhood. Oh yeah. Hatten wir jetzt noch irgendwas anderes? Ja, Ori. Cobra Ori. Schicke. Ey, weißt du was? Ich habe jetzt mal fix gecheckt hier. Barbude ist, passt schon. Das ist genau das Teil. Das ist genau dieses Teil. Das ist vollkommen korrekt übersetzt. Ist das ein Halsband und dann eine Armschiene? Das passt aber dann doch nicht so. Ja, stimmt, ne? Lederhalsband, Kraftarmschiene. Ach so, fein Halsband, ne? Das wäre ja dann theoretisch ein Lederarmband. Naja, vielleicht ist es aber auch einfach bloß ein Accessoire, was man anlegen kann. Nee, das, lass mal die alten, verkauf die mal nicht immer, da haben wir besseren Überblick. Ich denke nämlich, das eine ist jetzt für die Hand und nicht für den Hals gewesen. Barbute. Da müssen wir mal beobachten, weil da unten, guckst, alles Hand, siehst du? Das vierte ist immer Hand. Hm. Da müssen wir mal beobachten, ob da irgendwann mal auch was mit Halskette oder irgendwas kommt. Warum haben wir da eigentlich immer nichts? Was kommt denn dann da? Ups, was kommt denn da rein? In die letzten Slot? Da kommt doch. Item. Nee, da kommen dann eigentlich, warte, diese. Diese Ringe, glaube ich, kommen doch dann später noch, oder? Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß es auch nicht mehr. So, dann gucken wir hier nochmal rein und dann können wir den Part schon wieder unterbrechen. Oh, nice. Schlummer. Ist das der gleiche Pammer wie da oben in dem anderen Bett? Ja. Ist ein Bruder. Ein Schläfer. So, alles klar. So, jetzt Leute, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, die deutsche Übersetzung von den G-Trans. Yo. Und lasst uns auf jeden Fall mal überlegen, was jetzt quasi das mit dem Band soll, mit dem Arm, also Arm, Halsarmband. Halsarmband, was das jetzt sein soll. Ich bin mir jetzt mittlerweile eigentlich sicher, dass es an die Hand gehört und demzufolge kein Halsband ist. Aber wir werden mal noch andere Items abwarten, vielleicht gibt's ja dann doch Ketten auf diesem Slot. Ich habe eine Gruppe von denen gesehen, die sich zum Tal der Flammen aufmachten. Das sind wir! Ja. Ich frage mich, was die an solch einen Ort zu suchen haben. So, auf Wiedersehen. Tschüssi. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.